Es taucht immer wieder die Frage auf, weil ja alle 20 Kinder nicht gefangen ist. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich war es eigentlich gleich ein. Ich muss mich aber gleich entschuldigen, sollte einer da sein und ich habe ihn übersehen. Und der mit dem, was ich weiß, heißt natürlich Juhn, aber nicht der Jugi, sondern der da, der Olli und den hören wir natürlich jetzt auch. Olli Kimasa. Olli, 20 Jahre, 20 Mal dabei gewesen. Der Gutschein für ihr Getränk gibt aus. Bleibt gleich hoch. Bleibt gleich hoch. Für ihr Gas lassen. Es gibt noch mal. Ich weiß es nicht, das war er selber wahrscheinlich am besten. Olli, ich weiß nicht oft. X-Mal, gell? Also 15 Mal sagt man lang, das ist ein Sieger. Okay, da gibt es noch eine Sonderehrung, aber die erst später. Später. So, jetzt noch eine Ehrung, eine kleine, einen schnellsten Taucher haben wir auch. Das ist früher leider nicht der gleiche wie letztes Jahr. Wo ist er denn der, was letztes Jahr? Der vom letzten Jahr. Ah, der ist schon weggegangen. Wo ist er denn? Der ist auch schnellster Taucher vom letzten Jahr. Nicht der schnellste, kannst du hinten bleiben. Der schnellste Taucher heuer, Gina Stefan Dock. Also die Sponsoren, von einer Schokocini, die sechs. Das sollte der Berner, Adler, Helmut, Schneidmeier, Roland. Gerne. Druckplätze am dritten Platz. Müsst euch einmal die Zeit noch schauen. Jahrgang 54, der ist 60 gewesen. 42,17. Kirchmeier Günther. Außer Günther. Steinbach Bike Team. Da ist schon. Die Graue Eminenzen. Zweiter Platz in einer Zeit unter 40, aber Wahnsinn, der Bernie. Empel Bernhard, 39,31. Legendär. 17 Mal hat er heute gesagt, ist schon gefahren. 17 Mal. Und erster, ein Wahnsinn, aus Deutschland angereist, vom SC Mosalm, in einer Zeit von 38,44, Lukas Bernhard. Und auf Stockholm, am dritten Platz, mit einer Zeit von 36,51, Karl Günther! Zweiter in einer Zeit von 35,46, Holzer Manfred! Und der Sieger der Klasse, 5 Sekunden nur vorn, war harter Kampf, Gabi. Vom RWRC Backpoint in einer Zeit von 35,41, Hallo Bernhard! Ja.
Hinten am Stockhau, in einer Zeit von 37,14, Rack Christian! Und am zweiten Platz, insgesamt die vierte Tageszeit heute, in einer Zeit von 35,24, Tremetsberger Uwe! Ja, und am ersten Platz, an dem ist natürlich keiner vorbeikommen. In einer Zeit von 32,14 vom Flachau KTM Racing Team Oberler Hans-Peter! Dreimaliger Sieger in Dauer, gratuliere Hans-Peter in Leipzig. Und am Stockhol in einer Zeit von 36,15 vom SV Navis Ominger Gerhard. Zweiter in einer Zeit von 35,59 vom RB RC Bikepoint. Einhetter Christoph. Und in einer Zeit von 35,45 vom RC Bike Palast Tirol. Recher ist Thomas. Bei den Juroren, der Meier Stefan, Rivasa Stefan. Du musst das nächste Mal deine Kollegen ein bisschen animieren, motivieren, dass die ganz alleine aufstehen musst. Aber er ist dabei gewesen. Gratuliere! Dame, aber gut, Elite ist schon mal Elite. Und in einer Zeit von 42,19 die Hartl Manuela. Gratuliere. Danke, Manuela. Letzte Gruppe Elite Herren, vier Starter und vierter in einer Zeit von 50,51. Tore Peter aus Dachau. Schon wohl überhaupt da, Peter. Nicht mehr da. Da geht es um die Stockerplätze. Dritter in einer Zeit von 35,30. Magilla Thomas Nacki. Nacki, super. Pass auf, das wird der schnellste Bulle Tirols. Und zweiter in einer Zeit von 34,02. Wesselin Jan vom Team Koradek. Der Sieger der Klasse. Und zugleich
auch damit Tagesstrecker. In der Zeit von 31:39 Natalie Emanuel. Ja, danke, die Schnellsten. So, jetzt wollen wir fast am Ende. Bitte die Tagessieger da bleiben nachher noch für ein Foto, Manuel und die Doris. Wir haben jetzt vor ein paar Jahren wieder angefangen, eine Vereinswertung für Taurer Vereine und Gruppierungen einzuführen. Hängt eigentlich damit zusammen, dass in den letzten Jahren dann immer mehr oder immer weniger, muss ich sagen, Taurer mitgefahren sind. Wir waren schon bei 15 Taurerlei mehr, weil halt jeder gesagt hat, bei 30 Minuten, was soll das? Hat sich eigentlich jetzt durch diese Vereinswertung wieder merklich gebessert. Wir haben heuer 10 Mannschaften und es gibt also deswegen für diese Taurer Vereine und Gruppierungen eine Teamwertung und wir machen jetzt noch die Teamwertung durch und ich bitte also alle Teams da draußen. Wir fangen wie gehabt wieder mit der Liste. In einer Zeit, Gesamtzeit von 2:14:01 die Alpine Bande mit Tina Stefan Dorf. Mit dem Luxusheb und mit dem Marco! Bravo, Männer! Und am zweiten Platz, in der Zeit von 2:13:37, die zweite Mannschaft der Altherren Tauer. Nagella Thomas, Bayer Walter, Mölslacher, Wolfgang Duffy. Und in einer Gesamtzeit von 2:09:35 die Sieger des heutigen Jahres. Eine Mischung aus Eichen und Jugend des Grundeigenmutters. Dittendorf Martin, Juan Jürgen, Juan Oliver. Männer, super, und nächste hoffe ich, haben wir noch ein paar mehr. Vielleicht können wir 11, 12, 13, 15 Mannschaften zusammen, macht ein bisschen Werbung. Nettes mit und habt an denen, was mitgefahren sein, an denen, was da waren, Schlachtbummer, wer immer. Es ist, hoffe ich, für euch auch nett gewesen, Hände auf den Fall. Okay, also hoffen wir, dass wir es nächstes Jahr in aller Frische wieder sehen, da wir uns jetzt einige Beispiele zeigen, ist nicht so. Gell? Nicht selbstverständlich, dass dem so ist. Ich denke da jetzt an Rüttelhaare und ich schicke an dieser Stelle die besten Genesungswünsche in Rüttelhaare haben. Wir haben leider müssen heute seinen Job machen, weil er nicht da war, verhindert ist und wir wünschen ihm alles Gute. Und gute besser. Haare, alles Gute. Okay, dann wünsche ich euch, dass du gut warm kommst. Alles Gute, gute Zeit. Einen schönen Winter uns allen, hoffe ich. Und nächstes Jahr neu in der Frische. Nimm sich ein Beispiel an Franz. Wo steht er? Vierter. Dann habe ich Schluss. 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 Dann habe ich Schluss.